Es gibt eine neue Modifikation von Twisted Maxi, mit der man die Region in The Sims 4 mit verschiedenen Objekten aus dem Baumodus bestücken kann. Mehr dazu in diesem Video. Wenn ihr euch die drei Dateien von der Website heruntergeladen und diese in den Mods-Ordner verschoben habt, könnt ihr auch schon das Spiel starten. Nachdem ihr den Testing Cheats True-Befehl in die Cheat-Konsole eingegeben habt, seid ihr bereit. Wenn ihr ein Objekt auf dem Grundstück habt, welches ihr in die Spielwelt verschieben wollt, klickt es einfach mit gedrückter Shift-Taste an und wählt Tool Toggle Active Object. Jetzt klickt ihr wieder mit Shift irgendwo in der Spielwelt auf den Boden und wählt Move Active Object hier. Tada! Es ist ebenfalls möglich, das entsprechende Objekt mit Elevate in der Höhe zu verändern. Eine 3 verschiebt das Objekt beispielsweise um 3 Kästchen nach oben. Wenn ihr mehrere Objekte neu positionieren wollt, stellt diese im Baumodus am besten schon mal so zusammen, wie ihr sie später platzieren wollt, damit ihr nicht noch mit Rotate die Objekte manuell drehen müsst. Wenn ihr diese dreht, achtet besonders darauf, welche Achse ausgewählt ist. Mit Change Axis könnt ihr das Objekt nämlich in der horizontalen und vertikalen genauso drehen, wie ihr es wollt. Mit Move könnt ihr Objekte kästchenweise nach vorne und hinten verschieben. Falls ihr mit dem Objekt fertig seid, klickt einfach nochmal auf Toggle Active Object. Hier habe ich beispielsweise mit Hilfe der Mod die Klettergerüste unter die Erde verschoben und dafür eine kleine Blubberblasenbar für die Sims eingerichtet. Was haltet ihr von dieser Modifikation und habt ihr schon Ideen, wie man die Region im Spiel etwas aufpeppen könnte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Den Link zur Modifikation findet ihr wie immer in der Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Video.